Du erlebst fantastische Abenteuer am laufenden Band. Und niemand kennt dich, du Wicht. Oder du wurdest im Märchenbuch extrem falsch dargestellt. Seitdem ist dein Leben im Eimer. Schicke deine Anmerkungen an uns. Jede Geschichte ist es wert, richtig erzählt zu werden. Melde dich bei uns. Für das Plus im Märchen. Märchen Plus. Viel Spaß bei der Hexe. Danke. Kalista. Ob ich diesen Gestalten noch helfen kann? Ach, und wenn nur eine gute Geschichte mitbringt, ist der Tag heute sehr erfolgreich. Aber man guckt doch sowieso nur noch ins Spiegelnet. Wieso sollte man noch ein Buch lesen? Ach, die Bücher verkaufen sich gut. Und im Spiegelnet werden unsere Geschichten auch sehr oft gesehen. Wir sind sehr erfolgreich zurzeit. Deswegen, habt viel Spaß heute und bis später. Hallo, ich hätte gerne eine Sitzung bei der Hexe. Wie viel würde das kosten? Ja, 10 Gold kostet das. Ja, ich habe aber kein Gold. Ja, dann können Sie ja sofort gehen. Aber hören Sie doch, ich habe kein Gold oder Geld. Ganz im Gegenteil, das Einzige, was ich habe, ist Pech. Ach, Pech brauchen wir nicht. Wir sind hier bei Märchen Plus. Wenn Sie Ihre Geschichte im Märchen ändern wollen, dann bringen Sie das nötige Gold mit. Man hört ja, dass Ihre Schwester genug davon haben soll. Und jetzt weg! Viel Spaß bei der Hexe. Vielen Dank. Hallo, ich hätte gerne eine Therapiestunde bei der Hexe. Das macht dann 10 Goldstücke. Ich habe aber kein Gold. Haben Sie sonst irgendwas dafür? Eine Perle meines Hochzeitsschmuckes sollte genügen. Wer weiß, wie oft ich noch herkommen muss. Ja, das geht schon klar. Hier, viel Spaß bei der Hexe. Ist die Verbannung der Riesen schon aufgehoben? Oh mein Gott, das hat unsere Stadt. Oh mein Gott! Ich suchte dich schon voll lang durch den Spiegel. Ich habe keines deiner Märchen verpasst. Vom Märchenwald. Du bist doch die Fee, die mein Leben zerstört hat. Seit Jahrzehnten dieser üble Nachrede. Zuallererst waren es 13 Feen. Und ich war nicht die, die dein Glück wollte. Hoffentlich wird das nach meinem Antrag im Märchenbuch mein Name nicht hervorgehoben. Ohne mich wärst du tot, statt 100 Jahre am Pennen. Ja, aber ich leide immer noch an schlimmen Schlafstörungen. Freu dich doch, du bist über 100 Jahre alt und siehst aus wie 17. Jeder beneidet dein Aussehen. Zur Gruppentherapie bitte hier eintreten. Herzlich willkommen im Märchen Plus. Ich bin die berühmte Hexe aus dem Märchenwald. Auch wie ihr wurde ich da ins ganz falsch dargestellt. Aber dank des Märchen Plus habe ich Ansehen und Respekt im Märchenland. Daher kann ich euch auch helfen. Märchen Plus hilft euch dabei, eure Geschichten richtig darzustellen. Hallo, ich bin die Zwergin. Wie 6 andere Menschen. Ich habe immer noch die dramatischste Geschichte von allen. Eins vor langer, langer Zeit. Mann, ich warte hier schon eine geschlagene halbe Stunde auf Sie. Wie dreist kann man eigentlich sein? Schlimm genug, dass Sie mir mein Märchenbuch mit Ihrem Müll einsaugen. Alles, was Sie machen, ist banale Unterhaltung. Also, wie Sie mit mir reden. Sie haben keine Ahnung, was es bedeutet, eine Legende zu werden. Ich wollte das doch gar nicht. Das war alles nur für meine Fans. Ich weiß nicht, was
noch weiter entfernt von einer guten Geschichte ist als ihre 7 Fliegen auf einen Streich, 70 Mücken auf einen Tritt, 700 Ameisen auf einen Schlag, 7000 Bienen auf einen Guss, 70.000 Schmetterlinge mit einem Netz, 7 Millionen Zecken mit einem Band. Unter den Schmetterlingen waren auch 70 Feen. Seither sind ihre super special Fliegenklatschen der letzte Ladenhüter. Immerhin habe ich mich schon verbessert. Meine letzte Aktion war 3000 Fleur auf einen Sitz. Rauskratziges Kotzgewölf, verlassen Sie mein Büro. Mäusescheiße, ich will das Ungeziefer nicht hier haben. Wegen meiner Schlafprobleme hat mich mein Mann ver... Rumpelstiel! Sag diesen Namen nicht! Nenn mich lieber Rumpli, sonst muss ich wieder hierher laufen, und zwar zu Fuß! Trockenes Wasser, überall. Kannst du mir mein Kind geben? Das ist aber eine süße Rotzkuh. Ja, wirklich. Kannst du es da mal halten? Ja, sehr gerne. Ich halte es auch das nächste Mal, wenn du wieder einschläfst. Das Kind scheint mir bei Ihnen sehr gut aufgehoben zu sein. Rumpi ist das perfekte Kindermädchen für dein Röschen. Ich musste Sozialstunden ableisten, bloß weil ich den Hasen ausgetrickst habe. Betrug nennen sie das. So ein Blödsinn. Rumpli kriegt ein Jobangebot bei der Vorgeschichte. Erpressung, Betrug, Entführung und was nicht alles. Und deine Geschichte, meine Liebe? Ich? Ja, also ich arbeite im Bergwerk. Hoppala, das war anders geplant, aber hier bin ich ja genau richtig. Suchen Sie eine Therapiemöglichkeit? Sehen Sie das nicht? Ich habe voll das Problem und total den Knacks. Hey, bring sofort den Stuhl her! Das wird hier immer schlimmer. Den Gestank halte ich nicht lange aus. Ich dachte, die können einem helfen. Herzlich willkommen, meine Liebe. Pech und Schwefel sind mir die liebsten Düfte in der Küche. Ihr Drecksschatten, macht euch an die Arbeit und sorgt dafür, dass ihr vorankommt. Sonst ist euer Weihnachtsbonus für die Katz. Und was wollen Sie hier? Ich beantrage eine Änderung im Märchenbuch. Ich habe diese bösartige Frau nicht geheiratet. Lieber will ich wieder in den Brunnen hocken. Und ich habe immer noch motorische Störungen. Sprachstörungen und ich liebe es nach wie vor, Fliegen zu fressen. Ich beantrage Frührente. Sie können Märchen Plus auch übers Spiegelnet finden, wo Sie Ihre Änderungen einreichen können. Und soweit ich weiß, zahlen wir keine Frührente. Dennoch brauche ich Hilfe. Einen wunderschönen guten Morgen für dein nettes Gespräch. Ich habe übrigens ganz tollen Jasmin-Tee gekocht. Wollt ihr? Ja, nein, danke, Rapunzel. Aber bringen Sie ihn bitte zur Hexe. Okay. Ja, die Königin damals, die hat mich total über den Tisch gezogen. Ich habe Maßen an Stroh zu Gold gesponnen und sie hat mich einfach ausgetrickst. Affenputte wohnt ja in einem Schloss, lässt alle für sich putzen, behandelt alle so dreist, obwohl sie weiß, wie es ist, gedemütigt zu werden. Ach so, ja? Seit ihrer Traumhochzeit ist sie total verrückt. Seitdem meine Schwester im Gold gebadet hat, hängt sie da immer noch auf Wolke 7. Meine Mutter hat mich auch nie was machen lassen. Sie hatte Angst vor allem, was mir hätte passieren können. Meine Schwester war zwar nicht gerade das Nesthäkchen, aber dafür sehr selbstständig. Ah, hallo Schwester. Hey Schwester. Ja? Was heißt das denn? Das ist viel zu wenig, was sie sollen, als was sie als Bahn gehen. Aber Mutter. Wenn wir zu zweit in den Wald gehen würden, dann könnten wir viel mehr und viel schneller Holz sammeln. Nein, du willst nicht in den Wald, sonst verletzt du dich noch und das wollen wir nicht. Und du gehst jetzt rein und machst die Wolle. Marie ist bestimmt erschöpft, wir sollten erst mal Abendbrot essen. Sie macht uns die Wolle, dann kann sie essen.
Hey Schwester, lass mich auch mal ein Spinnrad. Nein, da hat sich ein Spinnrad. Ich werde mich schon nicht verletzen. Du kennst doch unsere Mutter. Immer bin ich daran schuld. Darf ich jetzt ein Spinnrad? Nein! Aber dann natürlich schwarze Paste vom Himmel. Ich habe mir um Reißgewehr einen halben Fuß abgeschnitten. Außerdem wollte meine Mutter, dass ich einen Prinzen heirate. Ich möchte, dass mein Pech endlich verschwindet. Ich war mal so schön. Siehst du, wir wollten beide die Wünsche unserer Mütter erfüllen. Nun stinkst du und ich kann nicht mehr laufen. Hier, das ist wirklich richtig. Selbst ein Prinz bedeutet nicht das Happy End. Eines Tages bin ich 3 Monate nach meinem Mittagsschläfchen aufgewacht und er war weg. Mit dem Prinz auch Prinzen sind wie neue Zaubertränke. Man weiß nie, wie sie reagieren. Meine Prinzessin war mega oberflächlich. Selbst wenn ich nur eine Fliege vom Tellerrand schnappte, fand sie es total eklig. Die hat echt nur auf äußere Werte geschielt. Und dann war sie auf einmal weg. Nach der ganzen Aufregung erstmal ein Schlückchen. Hänsel, Gretel, gib den Gästen sofort etwas zu trinken. Das hat richtig gut getan, über alles zu reden. Leute, das schmeckt richtig lecker. Ihr müsst mal probieren. Noch nicht? Nein, so konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Oh, du hast dich bekleckert. Am besten, du nimmst dir dann bei dir zu Hause ein bisschen Salz und dann müsste der eigentlich ganz leicht rausgehen. Aber Salz ist doch so teuer. Stößchen. Stößchen. Was ist bloß mit euch los? Ich bin fix und fertig. Nie hört mir irgendjemand zu. Ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Alles bleibt an mir hängen. Wer wird jetzt mein Tellerchen füllen? Wer wird mein Becherchen spülen? Wer wird jetzt mein Wämslein flicken? Wer wird mein Messerchen schärfen? Wer wird jetzt mein Bändchen schütteln? Wer wird jetzt singen, wenn wir heimkommen? Das ist kein guter Zeitpunkt, um zu streiten. Vielleicht kommt der Prinz ja noch. Kannst du vergessen, der hat die Stiefmutter geheiratet. Ich gehe ins neue Land, da soll es Gold geben. Ich finde, Blümchen sollte den Haushalt machen. Ja, genau. Der Haushalt ist Frauensache. Du kannst ja immer noch in der Mine arbeiten, wenn du alles erledigst. Habt ihr sie noch alle? So eine Beleidigung von diesen Idioten. Als ob ich nicht auch die schönsten Diamanten aus dem Boden graben möchte. Alles war meine Aufgabe. Ach stimmt, da hätte ich sie fast vergessen. Sie haben all unsere Aufmerksamkeit, meine Liebe. Ich will einfach nur respektiert werden. So wie ich bin. Ist das zu viel verlangt? Das ist der perfekte Moment für unsere Gruppenübung mit Rapunzel. Das sind ja aber arg schlechte Stimmungen im Raum. Man muss immer offen sein für was Neues. Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade draus. Thank you.
Ich hoffe, Märchen Plus konnte euch helfen. Uns von Märchen Plus ist es das größte Anliegen. Ah, für dich, meine Liebe, habe ich noch was. Grete! Wow, ich bin ja gar nicht mehr müde. Endlich ist mein Pech verschwunden. Endlich bin ich wieder normal. Cool, ich habe meine Ruhe gefunden. Oh, sie habe ich ja ganz vergessen. Ich glaube, ich bin hier fertig. Die anderen haben ja auch ihr Päckchen zu tragen. Hat sich gelohnt, hierher zu kommen, bei aller wackelnden, honorigen Gesellschaft. Nun, meine Lieben, geht hinaus und erlebt neue Geschichten. Wir von Märchen Plus sind gespannt darauf. Vielen Dank für die Therapie. Danke nochmal. Wir machen das nicht mehr mit. Wir sind keine Sklaven. Wir haben schließlich auch Rechte. Ihr habt keine Rechte. Was erdreistet ihr euch? Ja, das sage ich ja. Selbst in 500 Jahren noch nicht. Und wie war dein Tag? Märchen Plus hat sich endgültig vom tapferen Schneiderlein getrennt. Stimmt, solche Kurzzeitpromis brauchen wir hier nicht. Ah, und Hänsel und Grete, sind die endlich weggelaufen? Ja, ich glaube, so schnell lassen die sich nicht mehr auf eine Hexe ein. Habe ich die Wette wohl verloren?